Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist jetzt gleich 9:30 und ich bin auf dem Weg nach Hersfeld. Heute ist nämlich die finale Anprobe von den Brautkleidern. Morgen ist ja die Brautmesse und ja, da wollen wir nochmal schauen, wie alles so passt. Und ich habe für meine Freundin Hasibe auch auf dem Plotter was gemacht. Schaut mal hier, sieht man das ja? Und zwar ist das ihr Logo. Sie hat noch hier so eine Blume dabei. Und die hat sich nämlich so einen großen Schminkkoffer gekauft, den man so hinter sich herziehen kann, weil sie macht ja morgen Kinder-Glitzer-Tattoos. Sie hat aber auch schon Kinderschminken gemacht und so. Und da hat sie halt ihre ganzen Utensilien drin. Und da möchte sie gern quasi, dass ihr Logo da auf diesem, das ist wie gesagt so ein silberner Metallkoffer, dass das da mit drauf ist. Und das sind so, ist so eine Aufkleberfolie. Ja, die Kamera bringt es rüber. Die glitzert so. Und da ist die Transferfolie gleich mit dran. Das heißt, ich habe von der Seite hier schneiden müssen. Also der Plotter hat geschnitten, nicht ich. Und das ist die Transferfolie. Das heißt, ich muss dann jetzt nur noch hier hinten den, diese weißen, das, den Kunststoff abmachen und dann ist da drunter die Klebefläche und dann kann ich das so anbringen, da wo es hingehört. Das habe ich gestern noch gemacht und die Folie war etwas dicker, also ich konnte die nicht auf normaler Stufe schneiden, aber dafür ist die halt auch für den Außenbereich gedacht. Finde ich richtig gut. Die Folie hat mir übrigens Plotter-Tim empfohlen. Ich habe ihm gesagt, für was ich das haben möchte und da hat er mir diese Folie hier empfohlen. Und dann bin ich mal gespannt, wie die sich dann so auf dem Koffer macht. Ich zeige euch das natürlich. Ja, ich packe nun alles ein und fahre dann erstmal los. Brautkleider anziehen. Das zeige ich euch heute aber noch nicht, weil morgen bekomme ich ja noch die Haare gemacht und werde geschminkt. Und dann wirkt so ein Brautkleid einfach noch viel besser. Heute Morgen hat alles geklappt. Es sind insgesamt vier Brautkleider, die ich vorführe. Und eins ist schöner als das andere. Sogar mit Reifrock. Und wir mussten auch gar nicht viel ändern. Es war nur hier mal so ein kleiner Abnäher, mussten wir hier vorne hin machen. Und bei dem einen, bei hier unterm Arm, da steht so ein bisschen ab. Das wird dann da so ein bisschen festgemacht. Also nicht richtig abgeändert, sondern mit einer Sicherheitsnadel innen dann festgemacht. Und ja, ich hatte heute Morgen meine weißen Turnschuhe dabei, weil ich habe tatsächlich keine Ballerinas, High Heels oder sonst irgendwas. Aber das funktioniert nicht so richtig. Also habe ich mir heute, ich glaube, die hässlichsten Schuhe der Welt überhaupt gekauft. Moment. Also für mich ist es halt hässlich, weil ich seit 10 Jahren, seit 15 Jahren eigentlich nur in Sneakers rumlaufe oder halt in Birkenstockschuhen, aber ich keinerlei anderen Schuhe trage. Und jetzt habe ich so einen kleinen Absatz. Ich zeige es euch einfach mal. Guckt doch mal hier. Oha. Ich kann drin laufen, ich knick nicht um und so. Und ich habe sogar hier noch so Wölkchen bekommen. Das macht man hier vorne rein. Das kann man dann da reinkleben, dass man in dem Schuh nicht so hin und her rutscht, weil ich ja auch noch na, so Nylonstrümpfchen anziehe. Und ja, dann geht das. Und wir kriegen auch noch einen Brautstrauß und so. Also ja, wird richtig toll. Und hier ist mittlerweile, Moment, ich stelle die mal kurz weg. Und ihr könnt das durch die Kamera noch nicht sehen, aber ich habe hier für meinen Nähkurs heute Abend schon alles aufgebaut. Ich zeige es euch am besten mal. Also hier fangen wir mal an. Kamera Nummer 1. Dann ist hier noch mein Handy, das dann halt dahin filmt. Ah, hier ist meine Hand, genau, dass man da alles genau sieht. Da dieses kleine Mischpult. Hier habe ich mir noch so ein kleines Beistelltischchen hingemacht für die ganzen Sachen, also für die Nähsachen. Da hinten natürlich noch meine Nähmaschine und dann natürlich auch noch hier die ganzen Akkus und Kabellage, die Lampen, damit alles gut ausgeleuchtet ist. Und so sieht das Ganze dann
bei euch zu Hause aus. Also das ist dann der Ausschnitt, den man sieht, wo ich dann genau zeige, wie was genäht wird. Und mich sieht man die ganze Zeit noch hier oben im Kleinen. Ich setze mich mal hin. So, also hier sieht man dann, was ich mache und an der Nähmaschine. Und wenn ich dann mal genau zeigen will, wie das an der Nähmaschine funktioniert, dann verrücke ich einfach die Nähmaschine. Ich hoffe, das Mikrofon nimmt mich jetzt gut auf. Und ich kann aber auch zack, umschalten. Dann muss ich halt nur in die Kamera reinschauen. Und dann kann ich auch wieder so umschalten. Und muss nur... So, und dann bin ich oben wieder klein. Und ich kann sogar mich in die verschiedenen Ecken reinmachen. Je nachdem. Aber so hat man hier halt die meiste Fläche. So sieht das dann für mich aus. Also hier sitze ich. Hier habe ich alles in Reichweite. Auch was die Technik und den Laptop angeht. Und wenn dann das Zoom-Meeting eröffnet ist, dann sehe ich auf dem Laptop auch euch. Kann euch hören und kann euch sehen. Man sieht es an meinem Grinsen, ne? Es war so ein schöner Tag. Oh Mann. Ich war zwar ein bisschen aufgeregt auf dem roten Teppich. Also auf der Brautmodenschau hatten wir keinen Catwalk, sondern es war so ein roter Teppich. Und das erste Kleid, da war ich wirklich total aufgeregt und dann lief es aber. Ich blende euch hier halt mal ein paar Fotos oder Videos. Naja, meine Freundinnen, die haben halt Aufnahmen gemacht. Es war so schön. Und dann schaut mal hier, ich bin auch geschminkt worden. Und das sieht auch richtig toll aus. Und ich fühle mich überhaupt nicht irgendwie maskiert oder so, sondern richtig angenehm. Und dann hatten wir nur noch 5 Minuten Zeit und schaut mal hier, die Frisur. Die Friseurin hat gesagt, zum Glück haben sie so viel Locken, da muss ich nicht viel machen. Das war auch perfekt. Ja, und dann habe ich 4 verschiedene Hochzeitskleider angehabt und das letzte, das war wirklich das Schönste. In den Schuhen, das ging, ich konnte laufen soweit, hat nichts wehgetan, bin auch nicht umgeknickt, also das lief alles. Ja, und meine Freundinnen waren da und dann haben wir noch jede Menge Fotos gemacht und die City-Galerie war auch so richtig schön dekoriert, weil es war ja auch verschiedene Deko-Leute da, Fotografen, Catering, Film und DJ, also alles so rund um die Hochzeit war da und ja, die hatten dann halt auch alles so schön ihre Stände und dekoriert. Das war richtig, richtig toll. Und das Ganze, also die, die Modenschau, so. Die Modenschau hat so eine halbe Stunde gedauert. Also wir waren 4 Frauen, jede hat 4 Kleider angehabt und ein Mann und der hat 4 verschiedene Anzüge angehabt. Also es gab 20 verschiedene Outfits, die man anschauen konnte. Aber, die, also da waren noch viel, viel mehr Kleider, die dann halt auf Puppen und so drauf waren. Da konnte man sich den ganzen Tag noch viele Kleider angucken. Und dann
Guck mal hier. Das durften wir uns dann mitnehmen. Und oh mein Gott, der riecht so gut. Guck doch mal, wie schön der Brautstrauß hier aussieht. Also den will ich mir trocknen. Ja, also richtig toll. Und ich bin ja heute auch schon in den Tag gestartet mit einem Grinsen ins Gesicht, weil gestern Abend hatte ich ja meinen ersten Online-Kurs und es war einfach toll. Wir waren eine kleine Runde, wir waren dann sechs Personen waren wir. Und es hat so viel Spaß gemacht und ich hatte ja auch so ein bisschen Bammel, kann ich das alles richtig erklären und funktioniert alles mit der Technik. Ich habe ja verschiedene Kameras gehabt, dass man halt wirklich einmal auf die Nähmaschine drauf gucken kann und dass man dann halt auch mich sieht. Aber es war einfach so schön und dadurch, dass man halt direkt miteinander reden konnte, also auch ihr müsst ja nicht irgendwie was schreiben, sondern ihr könnt ja direkt die Frage stellen und wir können miteinander reden und auch untereinander hört ihr euch dann. Also das fand ich richtig, richtig toll und das hat super geklappt. Also da freue ich mich jetzt schon auf meinen nächsten Online-Kurs. So ein tolles Wochenende hatte ich. Ja. Dann habe ich uns jetzt noch was zu essen mitgebracht aus der Stadt. Also es ist jetzt kurz nach 6 und bei uns hat nämlich ein veganer Türke aufgemacht, also ein türkischer Imbiss, vegan. Und da habe ich uns ein paar Sachen mitgebracht. Ich werde mich jetzt aber noch abschminken. Ich habe nur gesagt, ich will erst noch mal in die Kamera reden, damit ich euch halt zeigen kann, wie das geschminkt ist. Also da war dann noch Lippenstift drauf, aber wir haben dann zwischendurch noch einen Kaffee getrunken und so. Also was heißt zwischendurch nach der Modenschau? Ihr merkt schon, ich bin Holter die Polter, ja. Und aber das restliche Make-up, das hat richtig gut gehalten hier, das Augen-Make-up. Und da haben auch meine Freundinnen gesagt, das sieht so gut aus. Aber ich kann das ja nicht. Aber die das Make-up gemacht hat, die ist selbstständig. Die gibt auch so Kurse, dass man sich selber schminken kann. Naja, okay, bevor ich hier noch Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber mache, mache ich für heute erstmal Schluss. Ich bin wieder zu Hause angekommen. Ich war ja heute in Darmstadt bei Nico und Georg im Kurzwarenland, also im Stofflager. Und oh mein Gott. Die zwei haben mal Stoff. Also da schlägt jedes Frauenherz höher. Jedes Nädels- und Nädlerherz schlägt höher. Das ist wirklich Wahnsinn. Und nicht nur Stoff, also auch Reißverschlüsse. Alle Größen, alle Farben, Tüttel, Bänder, Garne. Ich kann das gar nicht alles aufzählen. Also wenn noch mal jemand zu euch sagt, wie, du hast doch zu viel Stoff, dann schickt die mal zu Nico und Georg, das ist eine Menge Stoff. Und ich bin da auch mit dem Zug hingefahren und da muss ich sagen, die Zugverbindung war einwandfrei. Ich keinerlei großartige Verspätung, 5 Minuten, aber Anschlusszug hat perfekt geklappt und auf der Rückfahrt bin ich direkt von Darmstadt bis nach Hersfeld durchgefahren. Ich musste nicht umsteigen, das war herrlich. Da bin ich mit einem EC gefahren. Ja, die Kamera hatte ich nicht wirklich draußen. Ja, ich war so überwältigt von den Stoffen. Und dann haben wir natürlich auch noch einige Sachen besprochen. Wir hacken da ja auch was zusammen aus. Also es bleibt immer spannend für euch. Auf jeden Fall, ich glaube, man sieht es hier auch schon neben mir im Bild. Ja, als ich zu Hause angekommen bin, sagt mein Mann, du hast deinen zweiten Auspuff bestellt. Und diesmal ist er auch noch größer. Ich habe nochmal bei Dressovka bestellt. Die letzten Trapez-Boxy-Bags sind ja so gut bei euch angekommen, dass ich nochmal eine andere Auswahl bestellt habe und noch ein paar andere Sachen. Das heißt, ich habe hiermit noch ein paar andere Nähsachen vor. Ich packe das jetzt aber nicht aus. Das hat beim letzten Mal ja schon so lange gedauert, das Auspacken. Ich glaube, ich mache das morgen in aller Frische. Ich werde mir jetzt erstmal die Schuhe ausziehen. Vielleicht mache ich mir noch einen Kaffee. Dann setze ich mich erstmal gemütlich hin. Der Vlog hier muss nämlich auch noch geschnitten werden, damit er morgen Abend online gehen kann. Ja, dann würde ich sagen, der Vlog ist wahrscheinlich diesmal noch nicht lang genug geworden, aber die Woche ist ja schon überschritten.
Deswegen wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Habt weiterhin Spaß daran, kreativ zu sein. Und bis zum nächsten Mal.